Ja. Very nice. I'm working at that stuff. Many years. I'm starting. Hola. Grazie. Okay, camera's rolling. Okay. You take out the strawberry, please. Mine, then you take your glass. Voila, the glass, please. And then the camera. Great. Okay, camera is rolling. The bag is safe. Yes, ma'am, you take your glasses. Right. Pardon. Bella giornata, viva Roma! Oh yeah. Die schlechte Nachricht ist, Sie sind nicht im Finale. Ja. Die gute Nachricht ist, Sie haben eine richtig schöne Überraschungsreise gewonnen. Und wir schauen jetzt mal, was das für eine ist. Lassen Sie sich von uns überraschen mit einer Reise zur vielleicht schönsten Stadt der Welt, Rom. Erleben Sie ein 3-Millionen-Dorf voller Temperament am Tage und voller Romantik in der Nacht. Sie wohnen im berühmten Luxushotel Hustler und keine geringere als Weltstar
Gina Lollobrigida holt sie persönlich ab zu einem unvergesslichen Sightseeing-Bummel. Und damit nicht genug, damit Sie das auch glauben, ist Gina Lollobrigida extra hier hingekommen und wird Ihnen jetzt sagen, was sie mit Ihnen in Rom machen wird. Herzlich willkommen, Gina Lollobrigida. Herzlich willkommen. Das ist die Frau Karau, die gewonnen hat. Das ist der Brennnessel. Wir drehen uns vielleicht mal hier um. Einen Traumreise im Wert von 20.000 Mark nach Rom. Wenn ich Sie bitten würde, zu sagen, ein Tag und eine Nacht in Rom, wohin würden Sie mich führen? Io la porterei al... Ja, ich würde Sie zum Beispiel in die Villa Borghese führen, ins Museum. Dieses Museum ist renoviert worden und ich glaube, das ist wirklich das schönste Museum der Welt geworden. Und dann müssten Sie unbedingt noch einen Tag da bleiben, weil ein Tag absolut nicht reicht. Denn am nächsten Tag möchten Sie das Museum unbedingt noch mal sehen. Also ich glaube, zwei Tage in Rom ist unbedingt nötig, um das Museum in der Villa Borghese zu besichtigen. Für viele sind Sie die weltberühmte Schauspielerin. Für sehr, sehr viele sind Sie eine begnadete Fotografin, vielfach ausgezeichnet. Nicht so viele wissen, dass Sie auch eine sehr, sehr gute Bildhauerin sind. Was sind Sie im Moment am liebsten? Sì. Beh, io questi ultimi anni ho lavorato per un libro per bambini. Ja, in diesen letzten Jahren habe ich an einem Buch für Kinder gearbeitet. Ich liebe Kinder sehr. Und zwar nennt sich das Magische Unschuld. Ich habe 15 Jahre an diesem Buch gearbeitet. Nun, man kann es vielleicht auf Englisch kaufen, hier in Deutschland. Und jetzt brauche ich natürlich etwas Ruhe. Ich muss mich vom Fotografieren ausruhen. Ich habe jetzt mit großer Leidenschaft wieder die Bildhauerei aufgegriffen. Und meine erste Ausstellung oder meine ersten Skulpturen hatte ich in Sevilla 92 bei der Weltausstellung gezeigt. Und das war mit einem ganz großen Erfolg. Der Präsident Mitterrand hat mich ausgezeichnet. Ich habe den Orden der Ehrenlegion bekommen, nicht nur für meine Kinoarbeit, sondern auch für meine Fotografien. Und er sagte mir, er bewundert meine Skulpturen sehr. Und daher hoffe ich jetzt natürlich, dass man vielleicht im nächsten Jahr genügend Material hat, um dann eine große Ausstellung ins Leben zu rufen. Die könnte in Los Angeles zum Beispiel beginnen, dann nach New York gehen, dann Miami, dann hoffe ich auch in Deutschland. Bad Hersfeld, Parigi, dann in Paris, in Monte Carlo, natürlich auch in Italien. Hessen wird sich bestimmt bewerben. Frau Karau, sie wird Sie durch Rom führen. Ich glaube, das wird eine unvergessliche Reise werden. Danke Ihnen, dass Sie mitgemacht haben. Grüßen Sie die Tochter, vielleicht nehmen Sie sie mit, wen auch immer. Danke, Gina Lollobrigida. Herzlichen Dank. Und Alexandra hilft Ihnen wieder. Dankeschön. Und wenn Sie sich auf unsere Couch zu Günter Netzer mitsetzen würden, das wäre nett, denn Sie sollen nachher noch eine entscheidende Kugel werfen.